So, liebe Medienvertreter und liebe Zuschauer auf FCK TV, herzlich willkommen. Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel Freitag beim FSV Frankfurt. Ich begrüße unseren Cheftrainer Konrad Fünfstück und unseren Spieler Sascha Mockenhaupt. Und vorab noch eine Information zum Stand der verkauften Tickets. Wir haben für die Partie am Freitag im Frankfurter Volksbankstadion 2218 Tickets an FCK-Fans verkauft. Also auch bei diesem Auswärtsspiel an einem Freitagabend wieder eine gute Unterstützung durch unsere Anhänger. Schiedsrichter der Begegnung wurde vom DFB bislang noch nicht bekannt gegeben. Conny, es geht nach Frankfurt. Was habt ihr euch für die Partie am Freitag vorgenommen? Ja gut, erstmal schönen Mittag Ihnen allen. Ja, Partie in Frankfurt wird sicherlich eine sehr interessante Aufgabe werden für uns. Wir treffen auf eine Mannschaft, die jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt. Daraufhin arbeitet die Mannschaft von Falko Götz, die ja auch von der personellen Besetzung ja nicht so schlecht ist, haben im Hinspiel gezeigt, dass sie richtig guten Fußball spielen können, haben uns da die ein oder andere Probleme gestellt und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, Frankfurt definitiv nicht zu unterschätzen, auch wenn wir jetzt einen guten Lauf hatten die letzten Wochen mit den letzten vier Spielen. Frankfurt ist eine Mannschaft, die gute Einzelspieler hat. Ich hatte die Mannschaft jetzt auch am Wochenende gesehen in Sandhausen, wo es eigentlich auch dem Sieg näher dran war, bis zu dem Gegentor und nach dem Gegentor dann einfach Probleme hatten, zurückzukommen in das Spiel. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass meine Mannschaft jetzt auch nach dem Leipzig-Spiel genügend Spannung in sich haben wird, diese Begegnung hier in Frankfurt gut zu bespielen und den guten Lauf der letzten Wochen fortzusetzen. Das ist der Anspruch, den wir haben und so möchte ich auch, dass die Mannschaft in Frankfurt auftritt. Personell sieht es bei uns so aus, dass wir mit Tim Heubach, Chris Löwe, Sebastian Jakob drei Spieler haben, die uns nicht zur Verfügung stehen und seit heute auch noch Sean Zimmer, der einen Infekt hat. Und ja, diese Meldung haben wir heute jetzt bekommen. Müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt im Training umstrukturieren. Und dann, glaube ich, kriegen wir auf das Feld 11 Stück, die diese Aufgabe gut annehmen. Danke. Dankeschön. Conny, bis hierhin. Mocki, Montag intensives und Spiel, Heimspiel gegen Leipzig. Jetzt geht es am Freitag wieder weiter. Nur drei komplett freie Tage dazwischen. Ist es ausreichend und wie muss man als Spieler diese Zeit dann auch nutzen, um möglichst schnell wieder fit zu sein? Ja, also komplett frei sind sie ja schon mal nicht. Wir trainieren ja trotzdem. Ohne Spiel zumindest. Und ja, man verhält sich einfach genauso professionell wie bei den anderen Tagen auch. Man muss einfach auf seine Ernährung achten, muss gut regenerieren, genau direkt nach dem Spiel. Wir haben aber auch fähige Mitarbeiter, die uns da anleiten. Also das passt schon. Wir werden am Freitag auf jeden Fall eine fitte Mannschaft auf dem Platz haben.